Willkommen zurück zu Siberia. Wir haben in der letzten Folge... Huch, was hatte sie denn da gerade in den Haaren? Habt ihr das gesehen? Die hat so ein... Okay, es wird wahrscheinlich ein Bug davon sein, dass ich zur Folgenpause immer hin und her switche. Vermute ich mal. Aber davon lassen wir uns jetzt erstmal nicht stören. Wir haben da hinten an der Mauer, wo wir jetzt hingehen wollten... Noch eine Frage zu den vorlauten Typen, da versuche ich gar nicht erst. Wir gucken mal, ob da hinten an der Mauer, ob wir da was ausrichten können. Das ist genau das Einzige, was da noch bleibt. Was, wenn ich da lang laufe? Es geht. Ach so, ja, da komme ich nur vorne auf den Bibliothekshof. Ja, ja, ja. Universitätshof. Das war es, siehst du? Dann kann ich hier auch nicht weiter, da muss ich erst... Einmal über die Brücke. Damit hier das Wasser abgelassen werden kann, dann muss ich da hinten... Okay. Maus ist gerade verschwunden, als ich es zeigen wollte. Ey, guck mal, die Haare, ey. Erst fällt uns ein Auge aus, dann wachsen die Haare seitlich vor uns weg. Was hier los ist, ey? Die Kate, ich glaube, das ist keine Anwältung, die ist Mutantin oder so. Wir probieren es nochmal, ob er was weiß. Entschuldigen Sie... Was? Könnten Sie mir die Funk... Es handelt sich um ein... Entschuldigen Sie... Er weiß nichts mehr. Okay. Dann gehen wir mal weiter hinter. Bin mir relativ sicher, dort die Lösung zu finden. Was war hier? Lass uns mal kurz nachgucken. Achso, da war nur der eine Bereich, wo der Typ am Wasser gestanden hat. Da finden wir wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Deswegen erstmal hinter. Und ganz weit weiterlaufen. Alter, guck mal hier. Oh, das ist wieder ein Auge, was da seitlich rauswächst. Die. Also, ein paar Bugs hat's, wenn man immer auf den Desktop wechselt. Ist wahrscheinlich auch nicht gedacht bei dem Spiel, dass sowas passiert. Aber so ist das nun mal. Ich würde mal gerne irgendwie ran scrollen können, dass ich mir mal genauer angucke, was da bei Kate falsch wächst. So will auch niemand mit uns reden. So, da hinten, in dem Gebäude. Dort vermute ich jetzt etwas. Ob das so ist, kann ich nicht beantworten. Wir werden es wahrscheinlich herausfinden müssen. Aber es sieht gerade nicht so aus. Mhm. Oder der Typ vorne. Nee. Der hat da irgendwas mit Wein erzählt, ne? Dass er uns was zu trinken spendieren wollte. Vielleicht können wir ihm was spendieren. Ich wüsste nicht, zu welchem Zweck. Aber irgendwie müssen wir ja weiterkommen können. Lass mich mal überlegen. So viele Gegenstände haben wir ja auch nicht mehr, die wir kombinieren können. Da es recht geradlinig ist, er sagt, es geht nicht auf. Es bleibt nur noch der eine Typ eigentlich. Dieser Proll. Yangala Cola Pulver. Ich habe keinen Plan. Vielleicht können wir das so rüberstreuen und dann herausfinden, welche Zahlenkombination gedrückt wurde. Ich wüsste nicht wofür. Finden wir was? Botaniklexikon. Ansehen bitte. Yangala Cola Pulver. Yangala Cola, da haben wir es ja. Um die Seeeigenschaften zu verbessern. Müssen wir mehr sehen. Dank seiner sofortigen Wirkung und der Sehkraft des Trägers wird es extrem gesteigert. Und seiner Beute ist häufig okay. Fuß der Familie. Die Vögel fressen es auch gerne, ja? Ne, die Amazonen haben sie es genommen, stimmt. Selber nehmen können wir nicht, ne. Mit dem Pulver kann man die Sehkraft steigern. Wozu soll das gut sein? Er schließt sich mir noch nicht. Komm, wir probieren mal hier. Nein. Hier? Nein. Hier? Nö. Komm, wir rufen mal mit wem an. Wen haben wir dann noch? Büro, Mutti, Olivia, Dan. Wir rufen ihn mal an. Und senden. Wählen. Hi, Dan. Automatischer Anruf da. Na, wollen wir nicht wissen. So. Olivia.
Hi. Olivia, hier ist Kate. Wer wird es hier? Wer soll da raus? Was? Ich verstehe überhaupt nicht. Ich höre nur Blasen. Ich fahre gerade durch einen Tunnel. Olivia, ich verstehe dich so schlecht. Sprich lauter. Ja, Kate, ich bin. Was sagst du? Was? Nein, nein, überhaupt nichts. Alles ist so. Jetzt gut, ja. Nicht gar nicht, gar nicht. Hm. Ich leg jetzt auf, Olivia. Die Leitung ist zu schlecht. Ich rufe später nochmal an. Na gut, es war schon klar, dass da nichts funktioniert. Büro wollen wir nicht gerade. Den Professor, wir haben ihm die Nummer gegeben, ne? Na gut, wir gehen erstmal zum Ding da, zur Schleuse rüber. Ich hoffe, dass wir mit dem Sehkraft steigern. Wofür müsste man seine Sehkraft steigern mit dem Cola-Pulver oder was es da war? Yangala Cola Pulver, irgendwie so. Hm. Lass mal gucken. Vielleicht funktioniert er irgendwie was, aber ich sehe gerade nicht, was es sein sollte. Na gut, ran da. Nein, 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 nein. Nö, nö, nö. Das bringt mich auch nicht weiter hier. Irgendein Nummerncode. Diese Anweisungen verstehe ich nicht. Sprache ist hier fremd. Können wir denn irgendwie... Nee, ich wollte es ja verwenden. Das mit nö. Vielleicht das mit nein. Oder nochmal Bibliothek. Gucken, ob wir die Sprache irgendwie rauskriegen. Ist auch noch eine Option. Okay, Bibliothek, dann einen vorlauten Typen. Okay, mal da raus. Einen Screen weniger, glaube ich. Hm, nee, kein Screen weniger. Viele Optionen haben wir nicht mehr. Nur zwei. Bibliothek, Buch suchen, Sprache herausfinden. Und dem Typen, den sehr ungemochten Typen, einen Wein anbieten. Ich glaube, das probieren wir dann direkt auch mal jetzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum man ihm was Gutes tun sollte. Er ist eigentlich mehr so ein schlechter Aufschneider. Geht auch nicht, zum Glück. Okay, ab in die Bibliothek. Wir müssen etwas über die Sprache herausfinden. Wüsste nicht, wo ich suchen muss, aber irgendwas am Regal können wir bestimmt andrücken, wenn wir die Leiter wieder hochgehen. Alter, dieses Ding da an der Seite von ihr. Das ist bestimmt das ganze Gehirn, was da rausguckt. Was schon so stark am Nachdenken ist, dass er nicht mehr rechts wie links klarkommt. So, okay, können wir nur rübergehen. Haben wir hier irgendwas liegen? Können wir hoch irgendwo gehen? Nein. Ich sehe gerade erstmal nichts. Deswegen gehen wir mal rüber und gucken nach einem geeigneten Buch. Naja, ist die Bücherei leer und alles bei uns drin im Inventar. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Gehen wir nach unten. Da haben wir auch, könnten wir auch nochmal gucken, aber erstmal hier. Ach, guck mal. Jetzt sitzt da jemand. Guten Tag. Psst, reden Sie doch leiser. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Was studieren Sie denn? Das geht Sie nichts an. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich jetzt gerne konzentrieren. Gleich beginnt die Vorlesung von Professor Pons. Professor Pons, sagen Sie? Würden Sie mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Hm. Weinflasche, Pulver, Haken. Okay, die Vorlesung beginnt gleich. Wollen wir schon mal rübergehen? Oder den Professor darauf ansprechen? Wir gehen mal jetzt nach unten. Da müsste ja, glaube ich, sogar einer fehlen von den dreien. Nö. Dann ist das der sechste Student, den wir hier antreffen. Pulver? Nein. Wein? Nö. Okay, wir gehen mal zum Professor Pons. Vielleicht ist erstmal das der nächste Schritt, den wir erledigen müssen. Und zwar die Vorlesung. Bei der Nummer weiß ich auch gar nicht. Er hat uns nicht unsere gegeben. Wir haben wahrscheinlich nur unsere ihm gegeben. Und wenn der eine Student sagt, es geht gleich los, fragen wir ihn nochmal direkt. Da wir ja auch so nicht vorankommen. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wo und was und wie. Vielleicht komme ich ja später noch drauf. Zunächst einmal hier. Da geht nichts. Komme ich da hinten irgendwie hin?
Nee. Versuch was wert, okay. Alter, da guck mal, das ist doch irgendein Stück vom Auge. Uah. So, mein Herr. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Die Vorlesung, guck mal, ey, was da rausguckt, ey. Es scheint, als könne ich mal... Tun. Vom Vogel? Mein Zug hielt in einer ganz... Auch wenn die... Ach ja. Nee, müssen wir mal schon. Vielen Dank. Ein Zug? Die Ankunft in Barock... Sie sind... Ja. Oh, sind wir schon? Nein. Eine. Oh. So Hans? Ihr Hans Vorarlberg hat große Ähnlichkeiten mit der... Erzählen Sie mir mehr... Er war immer ein Mysterium. Wissen wir schon. Zur Hilfe? Hätten Sie Lust, Hans Vorarlberg wiederzusehen? Das geht nicht. Zur Mission? Sie sagten vorhin etwas von einer Vorlesung über ein altes sibirisches Volk. Die... Die Jugend... Entschuldigen Sie bitte. Ihre Ungeduld erfreut mich. Okay, und über Kate? Es hätte mir sehr gefallen, an einer solchen Universität zu studieren. Dafür ist es nie zu spät. Vielleicht, aber die ewige Studentin zu spielen. Naja. Da spielen Sie wohl lieber die Anwältin, hä? Ich kümmere mich um ernste, sehr reale Angelegenheiten. Nicht um Dinge, die schon seit Millionen von Jahren nicht mehr existieren. Jedem seine Prioritäten, liebes Kind. Ja, dafür gibt's ja genügend Leute. Ich muss jetzt gehen. Dass jeder was anderes machen kann. Weinflasche nicht, Pulver nicht, Haken nicht. Puh. Alter, was jetzt, was wir machen sollen? Können wir mit dem Pulver vielleicht irgendwas... Nö, der Weinflasche. Nö. Hier gibt's doch gar nicht mehr, was man da machen kann. Hier müssen Pulver zum Weitergucken. Wir haben eine Weinflasche für irgendetwas. Hier haben noch einen Haken. Und diese Nummerncode. Ich gucke mir noch ein bisschen rum. Vielleicht geht's hier jetzt doch rein. Guck mal nach. Nein. Das bringt. Gehen wir mal jetzt in den Vorlesungsraum. Vielleicht durch irgendwelche Zufälle funktioniert's. Wer weiß. Wer kann das mir schon sagen? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Nummern für die Schleuse habe ich auch nirgends gesehen. In der Bibliothek kriege ich kein Buch für die Sprache. Okay, letzter Versuch. Ich gehe nochmal zurück zu den Schifffahrtsleuten, um etwas herauszufinden über die Steuerung. Weil da war ich ja noch nicht wieder zurückgegangen. Es müsste, glaube ich, die richtige Option sein. Da fängt der Rätselspaß an hier. Wenn man erstmal nicht weiß, wo. Der Rest kam ziemlich flüssig. Und jetzt ist er plötzlich so... So, einmal ganz kurz hier, um alle Möglichkeiten abzuchecken. Guten Tag. Hallo, Süße. Nein. Nichts. Tschüss. Mit dir will ich nichts zu tun haben, du komischer Student in einem Regenmantel. Was anscheinend eure Universitätsuniform ist. Nicht sehr schön. Okay, ich wollte zu den Schiffern. Da kann ich auch hier lang. Die saßen ja draußen. Ansonsten irgendwo hinsetzen und chillen kann ich nicht. Ziertannen, Zierhecke. Sieht sehr ähnlich zu Anno aus. Wenn man sein Prunkgebiet baut. Aus diesen Prunkhäusern. Diese Aristokraten waren das genau. Können wir hier irgendwie... Nein. Können wir hier irgendwie... Nein. Können wir hier irgendwie... Nein. Gut, wir reden mit ihnen. Ob sie uns helfen können, den Text zu übersetzen. Was da steht und so. Guck. Heyo. Grüß. Mein Mann. So, Schleuse. Können Sie wegen der Schleusen nicht weiterfahren? Ja, Schiff nicht durchkommen. Schleusen zu. Man braucht sie vielleicht einfach nur zu öffnen. Ah, nicht möglich. Wir schon versucht. System jetzt kaputt. Oh, das tut mir aber leid für Sie. Dann sitzen wir also alle irgendwie in Barockstadt gefangen. Komischer Zufall, nicht wahr? Hat es nicht weitergebracht, Vogel? Haben Sie sich schon einmal... Wir nicht von... Nee, Zug. Ich hoffe, mein... Die Zug. Mein... Nun ja. Zug. Hans. Sie müssen ganz... Wir nicht. Ich suche nach einem... Nee, Hilfe. Wir würden Zeit gewinnen, wenn... Genesis. Sind Sie einfach... Wir schon gefallen, du. Kommt gar nicht in Frage. Dann verzichte ich eben... Wir würden Zeit gewinnen, wenn wir... Sind wir... Nee, nee.
Was war? Wir würden da? Zeit gewinnen, wenn wir gemeinsam versuchen würden zu verstehen, wie das System der Schleusen funktioniert. Schönes Idee. Alone vergibt nichts an Jammerfreit. Ich ganz deppert, ich kaputt, das Makina. Sind Sie einverstanden? Wir schon gefallen tun. Wenn du mehr wollen, du mehr zahlen. Kommt gar nicht in Frage. Dann verzichte ich eben auf Ihre Hilfe. Mehr zahlen. Sollen wir jetzt so zurück und noch mehr Geld verlangen? Das wäre echt ein bisschen... Aber sie wollte ja nicht. Jetzt, wo Sie Ihre 100 Dollar haben, könnten wir uns da mit meinem Problem beschäftigen? Okay. Bad Schleus ist gesloten. Mein Mann sagen, wir machen, wenn du Schleusen aufmachen. Sieh an. Und so helfen sie doch nicht. Mein Name ist Kate. Anne. Ich muss jetzt... Gut, Schleuse öffnen. Vielleicht fragen wir nochmal trotzdem nach Geld. Weil wir nicht so viel herausgefunden haben, mache ich die Folge mal ein kleines Stückchen länger. Und gehe nochmal drüben den Rektoren, ja, anfragen. Vielleicht wissen sie ja doch noch etwas. Aber es ist wahrscheinlich wieder nicht ihr Metier. Zur Not mache ich dann eine Aufnahmepause und mache einen anderen Tag weiter. Vielleicht kommt mir dann ein Geistesblitz. Man weiß es nicht. Aber momentan, ich sehe keine Person mehr, die mir weiterhelfen könnte. Mit Wein und mit den Cola-Pulver sehe ich auch nichts. Außer dass wir weiter gucken können. Wo mir das weiterhilft, kann ich nicht behaupten, nicht sagen. Und die Vorlesung müsste mal beginnen. Komm, ich gehe mal zu den Rektoren. Die haben mir in den bisherigen Malen auch recht gut geholfen. Bibliothek ist nichts mehr. Habe ich schon probiert ein paar Mal. Ich komme ins Straucheln. Ich müsste mich nochmal im hohen Gras umsehen. Vielleicht hätte ich noch was übersehen, wo ich meinen Pokéball raufwerfen kann. Na gut, hier ist an den Seiten auch nichts mehr. Meine Herren, ist... So, glauben Sie, junge Frau, sprechen Sie. Wir fragen nochmal, Geld geht gar nicht. Okay, Schleusen. Wenn Sie so freundlich wären, die Schleuse... Die Schleuse? Ein Erstand... Unsere Universität hat... Nee. Der Volierenbahnhof ist wirklich ein... Er ist in der Tat... Wir haben... Er im... Oh, nee, ja. Hatten wir schon. Zug. Entschuldigen Sie... Mein... Ja, das Ganze ist höher... Ein Zug. Überhans. Sagt Ihnen... Ah. Kurier. Meine... Und der... Teure... Nein. Ich suche ihn um eine... Okay, also, ist nichts. Besser. Dann... Über die Hilfe. Könnten Sie... Junge Frau. Wir... Es geht wir nicht. Okay, wir tschüss. Dann, wir hätten ja zum Beispiel noch... So ein Pulver. Nein, wir haben eine Flasche Wein. Geht nicht. Ich hätte gedacht, mit dem Wein funktioniert. Narf. Können wir mit den Büchern irgendwas erreichen? Die sind da sehr belesen, die Herren. Nein. Irgendwas mit Werbebroschüre, will er die lehnen? Nö. Fax, Brief an Notar, will er die lehnen? Tageblatt an das Tagebuch, Brief des Pfarrers. Nö, gerade geht nichts. Ich würde sagen, ich mache meine Folgenpause. Überleg offline nochmal. Oder ich warte einfach die Zeit ab. Vielleicht kommt mir ein Gedankenblitz. Ansonsten muss ich halt weitersuchen. Folgenzeit erreicht. Ich kann jetzt erstmal zufrieden sagen. Aufnahme Ende. Aufnahme-Session Ende. Ich weiß gar nicht, was ich schon alles gemacht habe bisher, aber vorproduzieren ist, denke ich mal, gar nicht so wild. Ja. Ich überlege gerade jetzt immer noch, ob irgendwas einfällt, aber gerade nicht so. Wir haben ja die Möglichkeiten, glaube ich, abgecheckt. Naja. Dennoch erstmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge von Siberia. Wartet auf mich und tschüss.